Hi Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute gibt es zwei Themen in meinem Video. Einmal ein Tag-Video zu dem Thema Liebe Firmen, wir wünschen uns Punkt, Punkt, Punkt. Ich wurde nämlich von der lieben Julia Bleeding Love getaggt. Danke dafür erstmal an dich, Julia. Ich freue mich, dass ich mitmachen darf. Und dann habe ich noch eine kleine Glossy-Box-Vorstellung mit hineingepackt. Die mache ich dann im Anschluss. Ich werde es dann auch mit anzeigen, ab wann die Glossy Box vorgestellt wird, falls euch der Anfang nicht interessiert. Okay, ja, ich habe mir auch drei Themen mit ausgesucht, drei Bereiche. Einmal Lebensmittel, einmal Beauty und einmal Mode. Es ist gar nicht so einfach, da was zu finden. Ich habe da echt mal so zwei Tage drüber nachgedacht, was ich mir denn wirklich von den Firmen wünschen würde. Ja, und ja, ist eben nicht so einfach, aber ich habe ein paar Dinge gefunden, die ich gerne ändern würde oder die mir gut gefallen würden. Ich fange jetzt schon mal an mit dem ersten Bereich, Lebensmittel bzw. Essen. Da komme ich zum ersten Stichpunkt, Stevia. Vielen sagt ja Stevia was, denke ich mal. Also es ist ja dieses natürliche Süßungsmittel, ja, das nicht schädlich ist und natürlich Zucker ersetzen kann und nicht so gefährlich ist wie Süßstoff. Und ich verwende es schon ziemlich lange. Man kann es ja jetzt auch in Deutschland endlich kaufen im Laden. Ich sehe es zumindest immer wieder. Davor wurde es nur als Düngemittel verkauft und auch nur übers Internet oder als Badezusatz. Und ja, ich finde es ziemlich toll und ich würde mir wünschen, dass die Firmen es auch endlich mal in den Süßwaren bzw. in süßen Getränken endlich mal verwenden würden, weil es macht zum einen nicht unbedingt dick oder es macht nicht mehr dick und es ist auch nicht so schädlich oder es ist nicht schädlich wie, es ist nicht so schädlich wie Zucker. Ja, oder es ist nicht schädlich, ganz einfach, ja. Ja, das würde ich mir wünschen, weil es schmeckt nicht viel anders und es würde einigen das Leben erleichtern, denke ich mal, wenn man die Sachen mit Stevia süßt und man die Dinge auch so kaufen kann, Schokolade und so. Stellt euch mal vor, Schokolade essen und nicht mehr dick werden davon. Ist doch toll, oder? Ja, dann, wenn wir schon bei Schokolade sind, würde ich mir eine Schokolade vorstellen. Ich weiß, in Raffaello ist eigentlich keine Schokolade drin, aber es wäre doch voll toll, so eine weiße Schokolade, wo dann irgendwie in der Mitte Raffaello wäre oder so ein Giotto. Also das könnte ich mir ganz toll vorstellen. Wenn's, also sowas habe ich zumindest noch nie gesehen oder sowas in der Art. Dann würde ich mir wünschen, dass es die Mini-Mohn-Köpfe in weiß auch einzeln zu kaufen gebe, weil in diesen ganzen Packs, wo es da gibt von Dickmann, da sind ja immer ganz, ganz viele Zartbitter drin, die es ja sowieso in groß zu kaufen gibt, dann ein kleiner Teil Vollmilch und ein kleiner Teil weiße Mohnköpfe. Warum ist das so? Wieso könnt ihr nicht einfach nur welche mit Vollmilch und weiße Schokolade machen und die Zartbitter einfach weglassen? Verstehe ich irgendwie nicht. Also das würde ich ziemlich toll finden. Gut, manche mögen die Zartbitter lieber, aber mir geht es nicht so. Ja, dann komme ich zu der zweiten Kategorie und zwar ist es Beauty. Es wurde schon von den anderen bei diesem Tag gesagt, ja, die Tester. Dass zum Beispiel die Kajalstifte oder Lip Liner alle nicht zu sind und dann, dass es da eben keine Tester davon gibt und es schon zig andere benutzt haben, das ziemlich ekelhaft ist, ja. Finde ich auch. Und genauso geht es mir auch bei den Lippenstiften, weil selten, dass die Lippenstifte irgendwie nochmal versiegelt oder verschweißt sind. Da haben dann welche, die den Tester nicht nehmen wollten, haben den dann schon vielleicht benutzt und das finde ich auch ziemlich eklig. Also da würde ich mir wünschen, dass man die vielleicht nochmal irgendwie versiegelt, dass die gar nicht aufgemacht werden können. Das würde ich super finden. Dann geht es weiter mit dem Punkt Mode. Ja, da ich ja auch eine größere Größe trage, würde ich mir auch wünschen, dass es in den Geschäften wie H&M oder auch in anderen Geschäften einfach mehr größere Größen gibt in der normalen Kollektion. Weil, haben die anderen ja auch schon erwähnt, dass es eben diese Plus-Size-Kollektion ist sehr, sehr lieblos und oft sind es doch ziemlich viele Hängerchen und dann sind die Sachen auch nicht richtig schön geschnitten. Also es wäre wirklich toll, wenn man die normale Kollektion einfach um ein paar Größen erweitern könnte, was weiß ich, bis 48 oder bis 50, damit man auch richtig gut reinpassen kann und damit man mit dem Trend mitgehen kann. Weil das stört mich schon, es ist schon ziemlich schwierig hier in Deutschland was zu finden für eine größere Größe. Ja, das wäre toll.
Und genauso finde ich, ist es aber auch wichtig, dass es für ziemlich, ziemlich dünne Leute das auch gibt. Weil ein Freund von mir, der ist sehr, sehr schlank und der tut sich sehr schwer, normale Klamotten für Männer zu finden. Also zum Beispiel bei H&M XS kommt er nicht rein. Das ist so komisch geschnitten. Also ist ihm alles zu groß. Das ist alles so geschnitten, dass er müsste eigentlich in der Kinderabteilung einkaufen gehen. Und das ist natürlich absolut nicht im Trend, was es da gibt. Für junge Männer mit 5 und 26. Ja, ist ein bisschen komisch. Also der muss auch in spezielle Läden gehen, um für seine kleine Größe was zu finden. Also da könnte man wirklich noch was dran machen, finde ich. Das wäre sehr, sehr wichtig. Ja, das war es eigentlich auch schon, das, was mir zum Tag eingefallen ist. Sind so meine wichtigsten Punkte, die ich ansprechen wollte. Und ja, ich mache jetzt gleich mal weiter mit dem Glossybox-Video. Ich habe sie wieder bekommen und ich möchte sie euch kurz vorstellen. Ich war ja die letzten Male nicht so zufrieden, weil bei mir ja ständig irgendwelche Pflegeprodukte drin sind, obwohl ich im Beauty-Profil angegeben hatte, dass ich mehr dekorative Kosmetik möchte. Und ja, was hatte ich dieses Mal drin? Ich mache sie mal auf. Ich fange an mit dem ersten Produkt, was auch auf der Karte mit dabei steht. Einmal dieses Birds and Bees Lip Balm. Das finde ich jetzt ziemlich cool, weil das wollte ich schon länger mal ausprobieren. Ist ein Originalprodukt für 3,95. Ich habe es jetzt noch nicht ausprobiert, aber habe ich öfter schon mal in der Apotheke gesehen und dachte, okay, was ist das? Muss ich mal testen. Dann war ein kleiner Blush dabei von Kriolan. Ist, denke ich, auch ein Originalprodukt, ja, und kostet 12,90 €. Und ist auch eine ziemlich schöne Farbe, wie ich finde. Also gefällt mir ziemlich gut. Ich kann es mal hier so ein bisschen. Ja, ist so ein, ja, ein altrosa Ton. Ist schön. Dann war dabei von, Gott, wie spricht man das aus? Rituals Cosmetics Magic Touch Whipped Body Cream. Eine Bodylotion. Auch eine, wie groß ist die? Ja, 70 Milliliter. Ist jetzt kein Originalprodukt. 200 Milliliter kosten davon 15 €. Aber ist eine schöne Größe, also für die Reise nicht schlecht. Aber ich wollte eigentlich keine Pflegeprodukte mehr haben. Und dann war gleich noch eins dabei, und zwar von Sanssouci. Eine 24 Stunden Gesichtspflege. Ja, gut. Kostet 40 Milliliter, kosten 19,90 €. Und ja, es ist ein Originalprodukt, aber ich weiß halt nicht, ich würde mir sowas jetzt nicht unbedingt im Laden kaufen. Spricht mich jetzt nicht an. Also dafür möchte ich die Glossybox nicht, weil ich habe meine Pflegeprodukte von Kiehl's, die ich verwende. Und von daher bin ich da immer ein bisschen enttäuscht. Und dann war noch ein Soft Eye Kohl Kajal dabei von Zoeva. Ja, finde ich ganz nett. Ist ein Originalprodukt für 3,80 €. Dann war noch dieses Glossybox MAC wieder mit dabei. Ja, ich schaue es mir eigentlich. Ja, ich blätter es halt einmal durch, mehr nicht. Könnte ich jetzt auch darauf verzichten. Und da war noch eine Parfümprobe als Zugabe mit dabei von Lolita Lempicka. Ja, ich habe ehrlich gesagt noch gar nicht dran gerochen, wie es riecht. Mache ich jetzt gleich mal. Schauen wir mal, ob ich das überhaupt wollen würde. Oh, total süß. Nicht mein Fall. Nee, gar nicht mein Fall. Okay. Und dann war noch dabei, ja, was ist denn das hier eigentlich? So ein Handwärmekissen, so ein Handwärmegelkissen, was, wenn man das dann knickt, wo es dann warm wird in der Tasche. Ja, das finde ich eigentlich ganz süß mit dem Glossybox-Zeichen mit drauf. Ja, Fazit der Glossybox. Ja, so schlecht finde ich es ja gar nicht. Aufgrund des Kajals, diesem Lippenpflegestift und des Blushes finde ich sie nicht schlecht. Aber ich frage mich halt echt immer wieder, sind es diese 15 € wirklich wert, wenn wieder immer wieder Sachen dabei sind, die mir eigentlich gar nicht so taugen? Ich muss darüber echt nochmal nachdenken. Ich warte eigentlich nur, bis ich die Glossybox dort mal zusammen habe, um eine umsonst zu bekommen. Weil es wäre echt schade, wenn ich jetzt Ewigkeiten die Glossybox hatte und dann nur noch eine fehlt, um die dann mal umsonst zu bekommen. Ja, das war es eigentlich auch schon. Habe ich noch irgendwas zu erzählen? Nein, eigentlich nicht.
Dann sage ich vielen herzlichen Dank fürs Einschalten. Bis bald. Macht es gut. Ciao.